Herzlich willkommen bei Factory TV, heute hier auf der StartupCon 2016. Ich freue mich jetzt, mit Sven Lackinger von EvoPark zu sprechen. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Ihr habt ja eine spannende Erfolgsgeschichte hinter euch. Letztes Jahr auf der StartupCon 2015 wart ihr noch auf eurem Stand und habt die Leute informiert über euer Geschäftsmodell. Dieses Jahr seid ihr schon auf der Bühne als Speaker unterwegs. Dazwischen kam der Auftritt bei Die Höhle der Löwen, wo ihr den größten Deal der Geschichte in der Sendung ausgeschlagen habt von Carsten Maschmeyer und Frank Thelen, nämlich 1,5 Millionen Euro. Wie sich herausstellt, war das eine gute Entscheidung, denn jetzt hat Porsche in euch investiert. Kannst du vielleicht für die nochmal erklären, die wenigen, die euch noch nicht kennen, was ist euer Geschäftsmodell? Genau, also EvoPark ist generell eine Parkkarte, das heißt, man meldet sich einmal bei uns an, bekommt eine Parkkarte, die legt man sich ins Fahrzeug und wenn man dann ins Parkhaus fährt, öffnet sich die Schranke komplett automatisch. Also ich brauche kein Ticket mehr ziehen, muss nachher nicht zum Kassenautomaten gehen, sondern fahre einfach wieder raus und bekomme einmal im Monat eine Abrechnung. Das ist eigentlich mehr oder weniger das, was wir machen in Parkhäusern und arbeiten da eben vor allem mit den Automobilherstellern, mit Versicherungen zusammen, denen wir unser Produkt zur Verfügung stellen. Mhm. Wie flächendeckend ist denn eure App mittlerweile? Wir sind jetzt momentan in 20 Städten vertreten. Das sind so knapp 55 Parkhäuser und wollen jetzt bis Jahresende auf ungefähr 25 Städte kommen. Das heißt, wir versuchen natürlich möglichst flächendeckend überall Parkmöglichkeiten zu bieten. Ja, jetzt habt ihr ja bei Die Höhle der Löwen mitgemacht, eine Sendung, die wahrscheinlich hier jeder regelmäßig guckt. Wie erging es euch direkt danach? Was hat sich so verändert bei euch danach? Also ich glaube, man muss noch unterscheiden zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung. Die Aufzeichnung war natürlich extrem spannend, also es ist, was man vielleicht so nicht denkt, aber es ist halt wirklich total real. Also wir sind da reingelaufen, erzählen da was und das Feedback, das man direkt bekommt, war natürlich sehr spannend für uns. Nach der Ausstrahlung ist natürlich nochmal ein ganz anderer Part, da ging es natürlich ziemlich rund bei uns, also von ganz vielen Kunden, viele Anfragen, viel Feedback auch aus persönlichen Kreisen oder von Geschäftspartnern, also war durchaus eine sehr positive Erfahrung. Jetzt hat Porsche in euch investiert, beziehungsweise die Porsche Digital GmbH. Wie sieht da so die Zusammenarbeit aus? Inwiefern arbeitet ihr zusammen? Also wir arbeiten ja schon quasi auch vor dem Investment, haben wir schon mit Porsche zusammengearbeitet. Mit Porsche und Audi genauer gesagt hatten wir das ganze letzte Jahr einen Piloten gemeinsam. Mittlerweile ist es so, dass wir auf ganz verschiedenen Ebenen mit der Porsche Digital GmbH zusammenarbeiten. Also von internen Projekten bei Porsche, konzernübergreifenden Themen, ganz verschieden. Halt immer logischerweise mit einem Bezug zum Parken oder zumindest zum Auto oder zur Mobilität. Mhm. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Porsche-Fahrer eure Karte umsonst kriegen können. Genau, richtig. Also cool. Porsche-Fahrer können nicht nur die Karte umsonst kriegen, sondern können sogar noch 3 Monate lang die erste Stunde kostenlos parken. Mhm. Einfach mal zu sehen, okay, was passiert eigentlich, wie gut finden so ein Porsche-Fahrer das Thema Parken. Heute stehst du auf der Bühne mit Florian Rotfuß, der das Investment in euch gemanagt und initiiert hat von Porsche und auch mit Daniel de Paris von der Smart Daimler GmbH. Du wirst über die Mobilität von morgen sprechen. Kannst du uns da schon so ein bisschen verraten, was denn die Mobilität von morgen sein wird? Also zu viel kann ich nicht verraten, aber ich glaube, es ist gerade spannend, da den Blick der deutschen Automobilhersteller drauf zu bekommen, weil es wird sich auf jeden Fall sehr, sehr viel tun. Sei es jetzt in Richtung autonomes Fahren, autonomes Parken, ganz unterschiedliche Themen, die, glaube ich, unser tägliches Leben verändern werden, aber natürlich auch unser Geschäft sehr stark betreffen werden. Okay, dann danke ich dir vielmals fürs Interview, wünsche dir gleich viel Erfolg auf der Bühne und generell viel Erfolg mit EvoPark. Dankeschön. Vielen Dank, ciao. Ciao.